Servus Leute, ich habe dann mal hier den Gaszug liegen. Das ist der vom Golf 216V. Das Problem ist, der ist mir ein bisschen zu lang. Ich zeige euch auch gleich warum. Muss man nicht machen, kann man machen. Ich habe den jetzt eben zerlegt. Ich habe hier den Zug abgeknipst, habe dann hier diese Hülse, die hier hinten drauf sitzt, also das Teil, was es nachher an der Drosselklappe fixiert, habe ich hier durchgebohrt, so dass ich nachher hier den Zug wieder durchstecken kann. In ungekürzter Version läuft der Zug jetzt hier eben so schräg raus und hängt hier einfach ganz komisch da. Also das passt so gut wie gar nicht. Also mir gefällt es nicht. Man kann es aber natürlich montieren, es funktioniert. Und so würde dann eben die gekürzte Version aussehen. Da geht das hier gerade und liegt hier schön ganz normal an und sieht einfach viel schöner aus als dieser lange Bogen, der dann hier raushängt. So, wichtig beim Kürzen von so einem Zug ist, dass man sich hier vorne so einen kleinen Draht reinsteckt, damit dieses Loch in der Mitte sauber wird beim Sägen und dann eben sägt und nicht mit einem Dremel oder mit einer Flex das durchmacht, weil dann wird es einfach heiß und dann schmilzt hier die ganze Ummantelung weg, genauso innen drin, das wird auch nicht schön sauber. Und so funktioniert das ganz gut und jetzt können wir es wieder zusammenbauen. So, mit der Zange habe ich jetzt hier die originale Pressung wiederhergestellt. Die hatte ich vorher ein bisschen aufgeweitet, dass ich die dort rausbekomme. Und jetzt kommt hier der Gummi wieder drüber, um den Zug jetzt richtig einzustellen, beziehungsweise hier an das Ende die Endkappe richtig aufzulöten, habe ich jetzt hier den Verstellbereich auf die Mitte gestellt, dass man nachher noch ein Spiel hat. Und im Innenraum habe ich jetzt hier einen Klotz aufs Gaspedal gelegt und den Zug dann dort oben eingehangen. Grund ist der, die Drosselklappe muss nachher so eingestellt sein, dass wenn man hier auf den Anschlag im Fußraum drückt, die Drosselklappe nicht gegen den Anschlag läuft, sondern noch ein ganz kleines bisschen auf geschlossen steht, im ganz offenen Zustand. Und deshalb jetzt hier dieser Klotz, damit das Pedal unten bleibt und jetzt kann ich das richtig einstellen. Ich habe dann jetzt hier eben drinnen ja auf Vollgas das Gaspedal. Jetzt steht hier der Zug so weit raus. Jetzt habe ich den hier unten eingehangen. Und habe dann hier die Drosselklappe auf aufgestellt und habe dann eben geguckt, wie viel Zug hängt da jetzt noch raus. Und habe dann das Stück hier drauf geschoben und habe dann gemessen, wie viel hinten rausguckt. Und das habe ich mir jetzt eben gemerkt. Und jetzt werde ich es verlöten. Ich habe hier so eine Speziallötpaste. Das ist Silberlotpaste mit Flussmittel schon enthalten. Da nimmt man einfach hier so ein bisschen. Und habe ich jetzt schon gemacht. Ich mache nochmal ein bisschen was drauf und streicht hier schon mal was in diese Hülse so rein. Und genauso auf den Zug, die Teile müssen fettfrei sein. Ich raue dann die immer noch mal ein bisschen mit so einem Schleifvlies auf. Jetzt kommt ja schon mal was drauf vom Draufschieben. So, schiebe ich das hier drauf auf den Zug. So, bis hinten rauskommt. So. So, dann habe ich das Ende hier so ein bisschen verzwirbelt. Da kommt jetzt auch noch mal ein bisschen Lötpaste drauf. Und so sieht es dann eben fertig verarbeitet aus. Noch ein bisschen mit dem Schleifvlies drüber gegangen. Und das geht auch wirklich nie wieder raus. Und ja, so funktioniert das ganz gut mit Zügen kürzen. Und jetzt kann ich den Gaszug auch fertig einbauen. Den Haubenzug, den neuen, mit dem verlöteten Nippel hier, mit der Kugel und dem Shimano Zug hier und so weiter, das hat auch super funktioniert. Ich konnte jetzt zum ersten Mal die Haube öffnen, was ich vorher noch nicht probiert hatte.
und funktioniert einwandfrei. Man zieht ganz normal am Hebel, da ist auch nicht mehr Zug drin, bis er öffnet, weil ich eben auch das so eingestellt habe von der Länge des Zuges, dass dieser Hebel hier immer leicht auf Zug steht, also die Kugel jetzt hier nicht lose sitzt im entspannten Zustand. Und das hat wirklich super funktioniert. Da bin ich auch happy, dass das eben geklappt hat. Beim Kupplungszug Gegenhalter habe ich mir dann auch zwei Schablonen gemacht. Einmal hier für das längere Teil und für diesen kurzen, für das kurze Teil, wo das Seil nachher befestigt wird. Und habe mir dann hier die richtige Position rausgesucht. Hier unten ist dann, wie man sieht, noch zum Gegenabstützen für das Teil wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, aber ist auf jeden Fall stabiler. Ist nochmal so ein kleiner Winkel mit dran und dann lässt sich das hier schön verschrauben, ist dann auch verschweißt worden. Und so lässt sich das schön einstellen. Ihr seht doch das Seil, was ich gewählt habe. Es geht jetzt auf jeden Fall, wie ich mir von Anfang an schon gewünscht habe und gedacht habe, nach hinten weg und nicht hier so nach vorne rum, weil dann gäbe es eben wieder ein Problem, beziehungsweise es geht, aber es ist keine schöne Lösung. Hier so ein Gequetsche wegen dem Rückfahrlichtschalter hier. Und ja, ihr seht doch, mein Seil ist ziemlich kurz. Also das funktioniert einwandfrei, weil es gibt doch Seile, die hier dann länger sind. Da muss der Gegenhalter dann hier vorne irgendwo hin. Das ist aber jetzt wirklich sehr kurz. Es sitzt hier recht weit vorne. Und ja, so wäre der Halter auch fertig. Was mich etwas Zeit gekostet hat, ist die Zugverlegung hier nach hinten, weil ich nicht wollte, dass es hier unten irgendwo drauf scheuert und genauso auch nicht hier oben auf dem Behälter, Deckel oder auf dem Bremskraftverstärker. Deshalb bin ich dann irgendwann nach wirklich längerer Zeit überlegen auf die Idee gekommen, dass ich mir hier hinten an dem Gewehr, hier sind noch solche Bolzen hier hinten, wo der Bremskraftverstärker mit diesem Halter dort verschraubt ist. Und da habe ich mir jetzt hier aus Edelstahl noch so eine Leiste gemacht und mit einer Schelle hier verschraubt und jetzt ist der dort hinten fest, hat unten genug Spiel und hängt halt überall frei und reibt auch nirgendwo. Schaltung einstellen ist auch ganz einfach. Man nimmt sich hier einen 5er Bohrer, schiebt den hier oben durch den Schaltknauf unten durch und in den Block hier unten rein. Dann ist es hier arretiert. Dann geht man vor den Motorraum und setzt hier die eingerasteten und lose montierten Köpfe auf. Und dann setzt man hier den Schaltturm auf Nullstellung im Sinne von, dass man diesen Hebel hier unten reinsteckt. Und in der Position, ohne dass man was anfasst, lässt man jetzt einfach hier diese beiden Dinger zurückschnappen. Und dann sitzt das an der richtigen Stelle. Jetzt nimmt man drin den Bohrer raus und dann ist die Schaltung schon fertig eingestellt. Die Mittelkonsole ist dann jetzt auch wieder eingebaut. Und zwar habe ich mir da jetzt ja noch überlegt, wenn ihr euch noch erinnert, wo ich gezeigt hatte, wie ich die angepasst habe, damit die montierbar ist, wenn die Schaltkonsole eingebaut ist, musste ich ja hier vorne dafür diese Halterung hier entfernen, die früher ja auf der Originalbox hier mit einer Schraube fixiert wurde. Und somit gab es dann hier hinten ja nur noch diese Bolzen und wenn man nach hinten zieht, konnte man die ja aushängen. Da habe ich mir jetzt hier aus Aluminium eine kleine Leiste gefertigt. Das ist nur so ein billiges Blech hier, sage ich mal, 1 mm oder 1,5 stark. Das kann man noch mit der Schere ausschneiden. Und habe dann hier diese Aussparungen gemacht für diese zwei Bolzen. Und links und rechts, nicht wundern, links ist eine kleine Schraube. Ihr seht auch, da ist weniger Platz von der Position her. Als rechts habe ich mit zwei Kunststoffschrauben die befestigt. Und somit kann das jetzt hier weder nach hinten raus noch sonst wohin rutschen. Also ist jetzt einfach fix. Und dann sind ja zusätzlich, wie auch immer, schon hier vorne links und rechts jeweils die Schraube. Und hier oben drunter ist ja noch dieser Pin, dieser Kunststoffpin, der in diese Gummiöse reingeht. Und so ist das jetzt super fest. Der Schaltsack und der Schaltknopf sind auch wieder montiert. Ich habe jetzt schon mal ein paar Mal Probe geschalten. So, natürlich, der Motor läuft ja noch nicht im Stand. Das funktioniert wirklich einwandfrei und man merkt einfach, es ist einfach kürzer durch meine Verkürzung vom Schaltweg. Und man merkt halt auch auf jeden Fall, es schaltet sich viel sauberer als vorher. Also diese Schaltbox ist auf jeden Fall viel präziser als die vom 02A-Getriebe.
Und das kann ich euch mal zeigen. Also es schaltet sich hier einfach hervorragend und schon fertig. Rückwärtsgang noch. So, funktioniert alles einwandfrei. Also es schaltet sich wirklich richtig sauber hier. Da hat man überhaupt keine Probleme. Und ja, das gefällt mir ziemlich gut. Deshalb bin ich wirklich gespannt, wie sich das Ganze fährt, wenn es dann mal auf die Straße geht. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!